Kann ich vielleicht das da auch? Nee, das klappt so bestimmt nicht. Egal, dann fahren wir halt einfach oben, ignorieren die Heilung, die da rumliegt. Schade. Ich weiß nicht, ob man so schnell aussteigen kann oder so schnell aussteigen soll. Das ist das Problem, ich kann nicht nach oben schauen. Nach oben. Nein. Ich hält. Ich möchte die Heilung, die da rumliegt. Es klingt vielleicht bescheuert, aber ich möchte sie haben. Jetzt erst recht, wo ich runtergefallen bin. Denn ich meine, schaut es euch doch an. Wie sollen wir denn da rein? Da muss man ja irgendwas Tolles machen. Wir schmeißen erstmal den Zwerg darüber und gucken dann mal kurz. Und machen es einfach so. Prima. Wir sind auf der anderen Seite und ich sehe... Gehen wir zur Seite hier. Eine Pistole. Juhu, wir haben eine richtige Waffe. Das wurde auch Zeit. Endlines. Na super. Und jetzt gucken wir nochmal. Zwerg, bleibt mal kurz hier. So. Was passiert, wenn wir... Komme ich da irgendwie ran? Ich will da ran. Wenn ich jetzt runterspringe, speichern, sind wir wahrscheinlich. Oh, wir kriegen keinen Schaden. Da habe ich ja Glück gehabt. Was macht es? Was tut es? Ich weiß es nicht. Okay, das hat nicht funktioniert. Der Endline scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ein kleines bisschen. Wir lassen ihn mal. Erstmal. So, jetzt die Frage. Wie komme ich da rein? Au. Merke, man sollte nicht springen. Ich sterbe hier gleich noch, weil ich da ran möchte. Moment, lasst mich raten, ich muss aber mit der Brechstange dagegen schlagen, oder? So einfach. Dann halt nicht. Ich habe immerhin die Heilung gekriegt. Dann lassen wir es halt so. Und du da unten? Ja, komm, hier. Ruhe. Ich habe einen Zwerg. Ich bin bewaffnet. Es lebt. Es bewegt sich von selbst. Jetzt nicht mehr. Interessant. Kann man hier irgendwas Sinnvolles noch... Ah, Energie und Pistolenmunition. Sehr schön. Brauchen wir bestimmt bei den Endlines hier rumlaufen. Hallo Erdbeben. Oder Erdrutsch. Wie auch immer. Nicht den Zwerg. Den brauche ich noch. Man könnte auch da einfach runterspringen, was wir sogar wahrscheinlich müssen. Au, mir ist das auf den Kopf gefallen, glaube ich. Nutzt auch keine Pistolenmunition, wenn ich den Zwerg in der Hand habe. Geht mir hier alle aus dem Weg. Alle aus dem Weg. So, jetzt haben wir mal eine kleine Übersicht. Was haben wir denn da Schönes? Dicke, fette Maden. Das ist ja lecker. So. Weg damit. Noch welche. Ist bestimmt jemand jetzt böse, aber das macht nichts. Und was mir jetzt gerade mal so auffällt. Wir haben
Energie unabhängig von der Taschenlampe. Das heißt, wir können sprinten und tauchen, ohne dass die Taschenlampe dabei Energie verbraucht. Ist das nicht toll? Wenn man das mal vergleicht mit den beiden Vorgängern, da war das nicht der Fall. Noch eine Munition. Und ganz viele komische Viecher. Die mache ich alle kaputt. Ach, die heilen mich. Oh. Das ist ja schön. Na? Wie geht's? Zwerg! Ah, da bist du. Huch. Das Wasser sah gerade merkwürdig aus. Sehr interessant. Wir sind anscheinend in irgendeinem... Naja, irgendeine Höhle gelandet. Ich werde mich nochmal kurz hinten umschauen. Und hoffen, dass ich nichts vergessen habe. Ne, von hier kamen wir. Stirb. Die Heilung nehme ich gerne mit. Das ist irgendwie... Wie viel Heilung ist das? Ein Lebenspunkt oder so? Das ist ganz schön wenig, aber besser als nichts. Es gibt da übrigens Achievement... Wenn man all diese Viecher umhaut, die an den Wänden hängen, also alle Maden. Oder wie auch immer. Tschüss. Oh, das sind sogar mehr als ein Leben. Nein, ihr seid nicht niedlich. Tut mir leid. Speichern. Die kann man nicht kaputt machen. Na gut. Weg damit. Ob das noch... Hallöchen. Na, wer fliegt denn da durch die Gegend? Ein etwas nicht ganz so freundlicher Geselle? Na komm her, wenn du dich traust. Ich kann auch was angreifen hier. Ich habe einen Zwerg. Beziehungsweise ich hatte einen Zwerg. Stirb. So. Dankeschön. Ich habe dafür sogar ein Achievement gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur das erste Mal dieses Viech besiegt habe. Gibt es hier noch irgendetwas für uns? Nicht wirklich. Gar nichts. Überhaupt nichts. Gut, dass wir den Zwerg dabei hatten. Weil ohne den... Aha. Ohne den wäre das bestimmt nicht so einfach gewesen. Volltreffer. Ich glaube, die sind alle weg. Ob das nötig ist? Keine Ahnung. Noch welche davon. Das ist schlecht. Jetzt weiß ich, wofür man die Fässer brauchte. Ha. Ja, kommt doch mal hier rüber. Der Onkel Gordon hat einen Zwerg für euch. Au. Nein, ich wollte doch... Gordon. Hier. Nehmt diese Granaten. Noch mehr Granaten für uns. Wunderbar. Die brauchen wir auch dringend bei den Viechern. Komm schon, stirb endlich. Die Granate ist vollkommen daneben gegangen. Ist es jetzt tot? Nein, jetzt ist es tot. Wunderbar, aber es hat einen höllischen Schaden verursacht. Na du? Wie kann man da jetzt eigentlich rein? Weil irgendwie kann man da rein. Ich sehe nur nicht. Wo kann man da durch? Bin noch nicht so ganz sicher. Ob ich da schon rein will oder nicht. Zwerg? Zwerg, komm mit. Wir gucken uns mal ein bisschen hier um, weil da hinten waren ja noch ein paar Sachen. Wie zum Beispiel Heilung. Sehr erfreut.
Hier sind noch ein paar unnütze Bretter. Okay. Kann ich hier rein? Geh mal zur Seite hier. Ich meine, da muss man doch irgendwie rein können. Oder nicht? Wofür ist denn das denn da? Das muss doch einen Sinn haben. Ach, ich häng fest. So ein bisschen. Oder muss ich einfach nur... Moment. Wir probieren mal was aus. Ich probiere mal kurz was aus. Kann ich da noch ran irgendwie? Nicht wegrutschen. Dann sehe ich dich doch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt garantiert ein paar von den Maden gekillt. Was allerdings nicht. Was soll ich hier? Oder war das schon richtig, was ich gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall der einzige Durchgang, den ich sehe, ist der hier vorne. Hallöchen, du etwas an der Wand. Oh. Ups. Das tut mir ja schon fast leid. Oh. Oh, Revolver. Hallöchen, Revolver. Wir haben lange keine Bekanntschaft mehr. Von daher bin ich sehr froh, dich wiederzusehen. Ah, so kommt man hier rein. Auch gut. Ach nee. Na, kommt her. Seht euch doch, bin ich doof. Tja, so einfach lasse ich mich nicht von euch erwischen. Wo? Ich hätte die Fässer nicht kaputt machen sollen, die brauche ich jetzt noch. Wo denn? Von oben irgendwo. Ach da. Trau du dich erstmal runter. Andere Waffe. So. Ja, wo bist du denn? Da. Oh, der ist aber schnell drauf gegangen. Tja, guckst du doof. Beziehungsweise guckst du gar nicht mehr. So, Zwerg. Explodiert das eigentlich? Nö, das explodiert nicht. Schade, da ist doch gar nicht die Benzin drin. Warum explodiert das nicht? Enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Oh, man kann die auch kaputt machen durch drüber latschen. Okay, das erklärt einiges. Och, nö. Seid doch mal stille da unten. Ich meine, ich habe eine Shotgun. Ich weiß, sie zu nutzen. Danke. Du hast keine Lust, ständig gegen diese Viecher zu kämpfen. Steine gibt es hier auch, aber die... Zwerg? Zwerg. Hier bleiben. Nicht abhauen. Ich brauche ich noch. Zumindest solange ich Lust habe. Keine Lust mehr. Habe ich keine Lust mehr. Muss er so sagen, da oben sind jede Menge Viecher. Und ich glaube, da kommen wir noch hin. Hoffe ich mal. Ansonsten vergesse ich das Achievement einfach. Nicht dahin. Ich meine, ich habe doch keine Lust. Huch, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Was ist denn los? Ständig passiert mir irgendwas Doofes die ganze Zeit. Nee, ich hau die jetzt nicht alle um. Zumindest nicht von hier unten. Wenn ich das Spiel noch hinkomme, dann ist das in Ordnung. Aber so? Nee. Wo denn? Na komm her. Sei ein liebes Etwas. Und lauf mir vor die Schrotflinte. Ja, genau so. Dankeschön. Genauso war das gemeint. Das ist die etwas aggressivere Art der Antlions. Die mag uns nicht wirklich gerne sehen. Ist hier etwas oder jemand? Na, jemand wohl eher nicht, aber etwas wahrscheinlich schon. Ah, da könnte man durchtauchen, wenn man möchte. Wir schmeißen erstmal den Zwerg darüber. Oh. Zwerg. Darüber. Der fällt bestimmt nicht ins Wasser. Na, Entlein, kannst du nicht schwimmen? Gut gelaufen.
Oh, Barnacles. Und zwar nicht gerade wenige. Und danke für die neue Revolvermunition. Die brauchte ich so langsam auch. Keine Gegner? Keine Gegner. Oh. Der hat's nicht geschafft. Bei den ganzen Barnacles ist das auch kein Wunder. Och, wie cool. Die Endlines werden auch von den Barnacles gefressen. Das ist super. Das ist bescheuert. Aber super. Und deswegen werde ich sie auch nicht töten. Waffe? Danke. Ich hoffe eigentlich nur, dass der eine... Ja genau, du da. Komm her. Sei lieb. Komm her. Diese Barnacles, sie warten auf dich. Dann schieße ich dich halt tot. Meine Güte. Wenn du durch die Barnacles sterben willst, dann sorge ich halt dafür, dass du durch meine Hand stirbst. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich sehe die Barnacles nicht wirklich. Sehr gut. Yes. Bist du tot oder tust du nur so? Ach, du hangelst dich da gerade ganz langsam wieder runter. Na gut. Kein Problem. Das ist halt der etwas langsamere Barnacle. Noch jemand? Ich muss ja sagen... Aua! Spinnst wohl. Komm doch her, wenn du dich traust. Ja genau, hast du davon. Böses etwas. Wieso sind hier eigentlich Barnacles? Zwerg mal kurz beiseite. Ja. Und der Schreihals ist auch weg. Zwerg. Ach, schau mal eine an. Endlines sind nicht wirklich clever, muss man mal so anmerken. Lass mich aus dem Wasser raus. Dankeschön. Wo geht's denn weiter? Hier nicht. Das scheint der einzige Weiterweg zu sein. Von daher... Oh. Komm raus. Lieg, mein Freund. Bleib hier. Ich hab dich gesehen und danke für die Granaten. Der will mich doch irgendwo hinlocken. Ich weiß das doch. Ich bin nicht doof. Wir gehen einfach mal hier lang. Ja. Zack. So, und dann schauen wir doch mal. Nummer 1. Aua. Nummer 2. So. 3 Stück zur Ruhe gebracht. Oder wie man das freundlich formulieren möchte. Ich meine, warum greife ich mich auch an? Ich bin friedlich und tue hier nichts. Da ist mir der Fuß ausgerutscht. Und die greifen mich immer gleich an. Ich meine, ich kann die ganzen Viecher sowieso jetzt nicht alle töten, weil ich habe da vorhin schon welche übrig gelassen. Deswegen das Achievement ist schon längst außer Reichweite für mich.